Ja, guten Morgen. Es ist Sonntag. Bei mir hat wieder mal um 4 Uhr der Wecker geklingelt. Ich bin gerade im Wald gefahren. Ich hatte hier neulich mal in der Gegend einen Fuchs gesehen und jetzt will ich gucken, ob ich den wiederfinde, dass ich mich da demnächst vielleicht mal mit dem Tarnzelt hinsetzen kann. Vielleicht sehe ich ja auch noch ein paar andere schöne Tiere. Ich nehme euch einfach mal wieder mit. Ja, man hat es gerade gesehen, es wird langsam hell, der Mond scheint noch schön, über die Felder hüppeln schon die ersten Hasen. Mal schauen, ob wir Glück haben. Ich gehe jetzt weiter und schaue, ob ich einen Fuchs finde. Da hinten am Waldrand habe ich letztes Mal den Fuchs gesehen. Mal schauen, ob ich wieder Glück habe. Fasan sitzt da. Doch ein Hase ist schon unterwegs. Hört ihr übrigens das tolle Vogelgezwitscher? Das ist so schön früh morgens. Heute ist dort direkt am Waldrand ein Reh. Rechts unterhalb des Hochsitzes. So, jetzt bin ich da, wo ich beim letzten Mal den Fuchs gesehen habe. Heute ist hier keiner, dafür sind hier ganz viele Rehe und Hasen hinter mir. Ich versuche mal, ob ich noch von einigen ein schönes Foto bekomme. So langsam geht sogar schon die Sonne auf. Ein paar andere Tiere habe ich auch gefunden. Das Reh da hinten kann ich jetzt schon ganz schön lange richtig schön beobachten. Es läuft immer um mich rum. Hab schon einige richtig schöne Fotos machen können. Es hat mich zwar bemerkt, aber es haut nicht ab. Im Kreis um mich und zu. Und es beobachtet mich. So ein Bock, der anscheinend sehr neugierig ist. Ich finde das so schön, hier morgens allein im Wald, nur die Tiere und sonst kein Mensch. Ist richtig entspannend. Ja, das war jetzt richtig toll. Ich konnte das Reh richtig schön beobachten, richtig schöne Fotos machen. Bin richtig happy. Ich lasse es jetzt mal in Ruhe, gehe jetzt mal ein bisschen weiter. Vielleicht finde ich ja noch ein paar andere schöne Rehe. Der beobachtet mich auch die ganze Zeit. Ist auch nicht scheu. Ich werde jetzt trotzdem mal zurückgehen und nochmal dorthin gehen, wo ich anfangs war. Da müsste jetzt die Sonne schön drauf scheinen. Vielleicht kriege ich nochmal ein paar schöne Fotos vom Rehen in der aufgehenden Sonne. Das wäre richtig toll, oder?
Ja, ich würde ja am liebsten ewig hier draußen bleiben. Ich finde das so schön, so einen Tag zu starten. Das Licht, der Geruch hier im Wald, die Geräusche, die Vögel. Und vor allem, dass man so ganz alleine ist und nur auf die Tiere achten kann. Das ist so schön. Aber es ist jetzt schon mittlerweile fast 7 Uhr. Ich mache mich mal auf den Rückweg zum Auto. Ja, ich bin jetzt zurück am Auto. Den Fuchs, den ich eigentlich sehen wollte, der hat sich leider nicht blicken lassen. Trotzdem war es eine richtig tolle Tour. Hab einige Rehe von richtig nah gesehen, ein paar schöne Fotos machen können. Die sind auch, glaube ich, ganz gut gelungen. Oder was meint ihr? Gefallen euch die Fotos? Ich werde hier demnächst auf jeden Fall nochmal herkommen. Vielleicht lässt sich ja dann der Fuchs blicken und vielleicht kann ich dann noch ein paar schöne Rehfotos machen. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.